Wer bringt denn da schon wieder was? Bitte bring mir endlich mal was, wo ein böses Organ drin ist. Und bitte ein Hirn oder Gedärme, ey. Ich brauche es so sehr. Und hier oben waren, glaube ich, auch irgendwo noch Bienenstöckchen. Irgendwo hier oben war ein Bienenstock. Ah, na siehst du. Da. Hallo, hast du was zu sagen? Nö. Steinis. Kann ich bei dir Steine verkaufen? Und was ist das? Ach, da haben wir noch einen Bienenstock. Ein Stöckchen. Ich will die auch plündern hier. Da kommt bestimmt noch ganz viel Honig raus. Beziehungsweise ich will ja kein Honig. Ich will ja eigentlich eher die Bienen haben. Ja, ich bin schon unterwegs. Geh mir nicht auf den Nerv, bevor ich einen Stein auf deinen Kopf werf. Oh, das sind sogar zwei. Gut, nehmen wir die direkt mal mit. Gucken uns das mal an. Nö. Uninteressant. Brauche ich nicht. Was bringst du mir so einen Scheiß daher? Weg mit dem Schrott. Braucht kein Mensch. Da. Wie lange soll ich denn auf diesen Scheiß warten? Tauchen die denn überhaupt nicht auf oder was? Mann, wie blöd ist das denn? Haben die nur irgendwie eine ganz geringe Chance oder was? Ist doch Kacke, ist das. So, ich bin ja eh gerade am Friedhof, da kann ich die Blümchen eigentlich mal rüberbringen. Da muss ich sie nie schon wieder wegschmeißen. Steine in der Gebetsbank. Urnenhalm, Blumenbild, Rasen, 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 Marmorplatten. Hammerplatten, Laterne. Oh, Steinumrandung. Oh, hui. Das habe ich gar nicht gesehen. Blümchen, Blümchen, Blümchen. So. Ich verarbeite erstmal meinen Fisch. Oder auch nicht. Schnarch, schnarch. Dup, 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 dup. So, erstmal Fischli. Fischli. Gutes Fischfilet. Ernsthaft? Ah, hier. Ach nein, das ist blaues. Oh Mann. Ist das dein Ernst? Ja. Ich glaube nicht, dass ich das blaue Fischfilet nehmen kann. Ich glaube, das ist das normale. Ich hätte es gewusst, hätte ich von oben doch gekauft, ey. Ah, puh. Boah, ist das nervig. Was wollte ich? Ach ja. Fleisch. Huch.
mache ich denn? Das. Das. Was ich mit dem Zeug machen soll, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich da, dass ich jetzt sowieso hoch zum Dingens muss. Und da kann ich auch gleich die Fischfilets kaufen. Leck mich doch am Buckel. Das wird mir echt zu doof hier. So, erstmal hier das Übliche. Oh, Kürbisse werden langsam auch weniger. Einmal nach oben. Leuchttürmchen. Einmal 3 Fischfilets, bitte. So, ich habe keinen Bock mehr. Ciao. Was? Das und das. Und das und das. Danke. So. Nee, geht noch nichts. Dafür, da habe ich von den Roten zu wenig, aber davon genug. Und hier habe ich von den Roten genug, aber davon zu wenig. Yay. So, dann bringen wir dem Guten jetzt mal die Fischfilets, dass der endlich zufrieden ist. Das ist doch doof, ey. Wie kriege ich denn... Ich kriege die ganze Zeit nur diese bronzenen. Ich kriege keine silbernen Fischfilets. So, der Typ war, glaube ich, hier irgendwo. Hallo? Wo ist der denn? Ah, war doch der, oder? Ja. Bitteschön. Jetzt lass mich in Ruhe. Der Trick ist, ein Lagerfeuer zu benutzen, keinen Ofen. Frische Luft ist wichtig. Und natürlich guter Fisch. Eigentlich kannst du sogar jede Art von Fisch nutzen. Aber wir wollen ja gute Kebabs. Iss diese Kebabs und du wirst so stark wie ich. Herstellen Grillspieß. Boah, das sieht lecker aus. Danke. So. Technology. Kebab. Es fehlen aber noch 3. Es fehlen aber trotzdem immer noch 3 von diesen Dingern. Ist das eine Lasagne? Boah, muss ich auch mal wieder machen. So, jetzt fehlen aber noch mehr Gerichte. Ich würde eigentlich schon ganz gerne das Ganze abschließen, wenn man alles erlernt hat und so, ne? Würde ich eigentlich schon ganz gerne. Hier haben wir jede Menge Pilze, die ich nicht brauche, weil ich genug Wein zum Saufen habe. So, und dann können wir eigentlich abwarten, bis dunkel wird und dann mal nach unserem Wagner oben schauen. Keine Ahnung, was da los ist. Das, ja, mal gucken, ne, was der sagt. Oh, oh, wir haben wieder eine Leiche. Eine Leiche. Lala, da, da, komm, lauf mal schneller, Jungens. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich schieb euch mal gerade runter. So. Da liegt das Fleisch und gammelt vor sich her. Warum gammelt das so eigentlich nicht? Möchte ich manchmal gerne wissen. Ach, schon wieder nicht. Boah, das ist doch blöd, ey. Das ist so blöd. So. Schön. So. Dann gehen wir mal schlafen und dann schauen wir mal, ob wir den Guten finden. Weil es war ja nicht gerade sehr genau, was der Gute gesagt hat.
Es war ja nicht gerade sonderlich genau. So, das nehmen wir auch noch gerade. Ja, bum, bum, du mich auch. Huch. Leuchttürmchen. So, dann schauen wir mal, ob der Gute irgendwo ist. Irgendwo an der Burg oben muss der sein. Ich laufe jetzt einfach mal hier entlang. Irgendwas mit Klippe, glaube ich, meinte er noch. Burgklippe oder an der Klippe oder irgendwas. Pff, was weiß ich. Na, jetzt geh doch mal da hoch. Ah, sehr schön. Wagner, wo bist du? Hallo, warum? Oh, warum? Oh, scheiße. Bleib, wo du bist. Ich habe ein Schwert. Beruhige dich, ich bin's, Wagner. Was ist mit dir passiert? Die Fliegenpilzinfusion. Anscheinend gab es da ein paar Nebenwirkungen. Ich habe das tollste Lied der Welt geschrieben. Aber je tiefer ich meine Seele erforschte, umso mehr wurde ich hierzu. Und als ich das Lied fertig hatte, sah ich so aus. Frau Anmut wird mich nie lieben. Oh, Wagner, das tut mir so leid. Aber das war es wert. Hier ist das Lied. Ein Monster! Er will den armen Kerl umbringen. Nein, wir reden doch nur. Schnapp ihn hier! Lass mich los, ich bin der Sohn des Kommandanten. Bringen wir ihn zur Burgfeste. Was ist denn mit dem passiert? Nein, jetzt nehmt ihr den einfach mit. Warum nehmt ihr den einfach mit? Ich habe ihn doch so gemocht. Oh, aber das trifft sich super. Der nächste, der Folgetag, wird Frau Anmut sein. Da kommen wir da dann auch wieder direkt weiter. So, jetzt gehen wir aber erstmal nach Hause. Müssen jetzt ein bisschen anfangen, langsam Zeit tot zu schlagen. Ne, geh weg. Bienchen, kann ich wieder ein Bienchen mitnehmen? Jo, kann ich, super. Ich will kein Honig und kein Wachs. Ich habe schon genug Honig. Ich werde niemals in meinem Leben einen Mangel an Honig haben. Aber immer einen Mangel an Bienen. Honigmangel kenne ich nicht. Honigmangel steht nicht in meiner Pflicht. Huch, waren das noch meine Fußspuren? Oder ist hier heimlich jemand lang getapst? So, wir gehen jetzt erstmal direkt Kirche. Kirche, die Kirche. Und dann kicken wir mal, was die dazu sagen. Ach ja, ich muss ja noch den Zettel holen. Den Zettel von dem Dingens mit der Unterschrift. Einmal das. Geh doch mal weg da. Mach mal Platz, ich muss hier durch. Ich habe zu tun. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit. So, Judentag, mein lieber Herr. Ich habe was dabei. Gucke mal. Ach so, beginne die Zeremonie. Da haben wir nichts. Der königliche Küchenmeister hat die Einladung angenommen. Großartig, beginnen wir mit der Zeremonie. Warten wir zunächst auf unseren wichtigen Gast. Hallo Bruder. Oh Gott, die laufen alle durch die Statue durch. Hallo. Ich bin als königlicher Küchenmeister zu dieser Zeremonie geladen. Ich freue mich für dich.
Na, wir sollten anfangen, Eure Heiligkeit. Oh, ich bin so nervös. Es wird eine ganz normale Zeremonie sein. Nein, ich rede von meinem Bruder. Mir fällt jetzt erst auf, wie sehr ich ihn vermisst habe. Liebe Gemeinde, wir sind hier, um für das Wasser in der Stadt zu beten. Ja, und beten wir nun auch für Familie, für unsere Familien so rum. Nur Familie hilft uns dabei, in dieser grausamen Welt zu überleben und sogar die tödlichste Dürre zu überstehen. Also vergessen wir unsere alten Streitigkeiten und vergeben wir einander und beten für Wasser. Ach ja, klar, und beten für Wasser. Wie süß. Was für eine tolle Rede. Ich muss mich bei meiner Mami entschuldigen. Oh, es wird wie aus Eimern regnen. Oh, das ist so süß. Bruder, mein Bruder. Ach, kann ich schon wieder? Nee. Oh, das ist so knuffig. Ich freue mich so für dich. Nein, ich freue mich für mich. Weil, nein, ich freue. Ach so, nein, ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Schau, was wir geschaffen haben. Unsere Eltern wären so stolz. Okay, Leute, ich sollte euch wohl in Ruhe lassen. Vielen Dank. Du bist wahrlich eine große Hilfe. Brauchst du mein Spiel noch? Ja, gib her. Juhu, meine Gabel auch. Ja, geil. Super. Komm, wir müssen so viel nachholen. Klar, lass mich dir von meinen Reisen erzählen. Ach was, reden wir über unsere Zukunft. Ach, ist das süß. Das ist so liebevoll. Es ist makaber, das Spiel, aber es ist so liebevoll. Ich finde das voll toll. So ein bisschen. Blub. Blub. Da muss ich raus. So, dann halten wir doch mal direkt eine richtige Predigt ab, wenn wir schon mal da sind. Juhu, und wir haben wieder zwei Gegenstände. Ja, Mann. Nein, was? Ich kann nicht mal was? Ich habe noch nicht mal was gekriegt. Und wir können nicht mehr. Och, komm, ich hätte das vorher machen sollen. Och, Scheiße. Das war eine magere Ausbeute. Naja, zum Glück habe ich noch ein bisschen auf Vorrat und ich glaube schon fast, dass wir gar nicht mehr so viel brauchen werden. Ich glaube, hierzu geht das langsam echt Richtung Ende. Immer noch nicht. Ich glaube, jetzt geht das langsam richtig stark gegen Ende entgegen. Vor allem gegen Ende entgegen. So, jetzt muss ich was tun. Und ich weiß schon was, ich muss wieder ein paar Leute verbrennen am besten. Ein bisschen Energie verbraten, dass wir schlafen gehen können. Aber ich finde es cool, wir haben jetzt schon vier Sachen von. Oh Gott, ich weiß gar nicht. So, ein bisschen Holz. So, Spiegel und das können wir hier reinschmeißen. Dann verbrennen wir mal die zwei guten, die da unten rumliegen. Oder waren es drei? Drei. Vier sogar, gucke mal. Vier. Und blub. Lalalala. Zack. Na, ruf da. So, während dieses Spiels sind etliche Leute gestorben. So, der Rest. Nein. Das lassen wir mal vor sich hinkokeln. Und wir gehen dabei mal schlafen. So. Ich gönne mir dabei mal ein kleines Stückchen Kuchen.
So. Keiner. Hat er noch Karotten? Oh ja, genug. Wo bleiben die nächsten hier? Komm mal bei, Junge. Oh, guck mal. Weißer Staub. So, was machen wir jetzt? Ach ja.